und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, yep, heute ist Mittwoch und heute darf wie immer Leo rennen. Also er rennt auch noch an anderen Tagen, aber ja, irgendwie finde ich es immer praktisch, wenn ich ihn rennen lassen kann, so während sie ihn dreht. Das ist so Multitasking. Nicht wahr, kleiner Mann? Ich war. Heute war er schon etwas bissig mir gegenüber. Es war die komische Geschichte eigentlich. Also ich habe ihn hochgenommen und dann habe ich nur kurz nicht aufgepasst, dann ist er mich nur so hochgeklettert und dann hat er mich hier hingebissen. Ich vermute, mein Hase ist in Wirklichkeit ein Vampir. Ja, gut, hätten wir das jetzt auch abgeklärt. Ja, also ich habe heute ein Thema mit dem Gepäck und dachte, ich erzähle euch davon etwas, weil das jetzt gerade mit mir aktuell so ist und ja, gut. Ja, also ich fange an. Das war jetzt echt viel Geeire vorher, aber wir kommen zum Punkt. Ich darf einfach durchmachen, das macht das Video jetzt auch nicht mehr schlecht. Ich glaube, den Tiefpunkt habe ich erreicht, als ich mit Leos Vampirismus angefangen habe. Das macht es jetzt auch nicht mehr. Gut, da seht ihr meine Mom. Da seht ihr Moms Arm. Oh, praktisch gelegt. Gut, da sehe ich jetzt gerade meinen Hasen abhauen, aber ich kann jetzt nichts machen. Also, ja, mein heutiges Thema, damit wir jetzt auch endlich mal dazu kommen, tut mir echt leid, dass ich so lange gebraucht habe. Mein heutiges Thema sind Handyverträge. Oder besser gesagt, ist es ja eher eine Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Also, ich bin ja schon seit letzten Jahres, naja, eigentlich schon ein bisschen länger, dran zu sparen, damit ich mir das iPhone 8 holen kann. Oder eben gegebenenfalls das 10. Ich wusste bevor nicht, welches mir besser gefällt. Ich habe dann die Apple-Konferenz angeguckt über Livescreen. Und ja, dann habe ich das so, habe ich das eben angeguckt und dann habe ich eben mir gedacht, okay, und habe mich für das 8er entschieden. Und ja, dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen, also ich habe meine Mutter und meinen Vater damit schon länger genervt. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall, irgendwann war ich ja an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe bei der Telekom geguckt, was die anbieten und habe mich informiert. Und ja, die Telekom ist schon ein bisschen billiger als Apple. Dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich es bei der Telekom. Und dann war es aber so, dass ich dann, ich wollte es außerhalb von einem Vertrag kaufen, auf jeden Fall. Für mich war das so wichtig. Aber ja, gut, ich mache weiter mit der Erzählung. Dann habe ich bei der Telekom dazu buchbar eine Handyversicherung entdeckt und dann habe ich mir so gedacht, braucht man sowas? Die Antwort darauf bekommt ihr am Freitag. Das war jetzt, ja, aber um es weiter zu erzählen, über diese Handyversicherung bin ich dann zu einem sehr netten Händler gekommen, der auch Handyverträge vermittelt. Und der hat mir dann erzählt, dass die Telekom im Hauptding echt so teuer ist. Und dass man da sehr wenig für sehr viel Geld nur kriegt. Und das war dann für mich als treuer Telekom-Kunde so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, kann das denn sein? Ist das möglich? Und dann hat er uns Angebote von 1&1 gezeigt, von Base, E+, und hat das alles miteinander verglichen. Und ja, als ich im Laden war, habe ich auch schon mal so gedacht, was? Und es war wirklich so, dass da ein sehr großer Preisunterschied war. Und ja, dann war es für mich so, dass ich mir auf jeden Fall, also für mich war klar, ich möchte jetzt, wenn ich einen Vertrag abschließe, weil der Grund, warum ich das mache, ist, weil das Handy viel preiswerter ist. Und weil ich meine alte Prepaid-Nummer, an der ich echt unfassbar hänge, ich weiß auch nicht, was diese Handy-Nummer hatte, dass ich die so sehr liebe. Ich würde es euch ja jetzt nennen, aber man soll nie Handy-Nummer im Internet nennen. Ich sehe schon, wie mich jemand mitten in der Nacht anruft, also das lassen wir besser. Aber ja,
dadurch, dass ich eben die Nummer dann damit mitnehmen kann und so, habe ich mir so gedacht, okay, dann sollte ich mal vielleicht doch über diesen Vertrag nachdenken. Und dann war ich zu Hause, habe überlegt, habe dann erst gedacht, so, hui, nein. Dann habe ich so gedacht, hui, okay, vielleicht spare ich doch. Und dann, falls ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, mein Hase geht ab wie Schmidts Katze. Dem ist total kalt von den sibirischen Winden. Benutze mich also als Sprungschanze. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall informiert, habe Tarife verglichen und muss für mich auch sagen, dass in vielen Punkten die Telekom wirklich viel teurer ist. Vom Grundding schon. Also wenn du ohne Handy nimmst, hast du teilweise schon den Preis von einem Vertrag von anderen Anbietern mit Handy. Dann habe ich sowas entdeckt, wie zum Beispiel auch Wim, Sim, das wird glaube ich WIM und dann SIM geschrieben. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. ja. Und dann habe ich da eben noch geguckt und dann, also da sind die Preise extrem niedrig, also waren die schon krass, aber. Ich habe da auch für mich persönlich einen sehr großen Nachteil gesehen, nämlich die Tatsache, dass es da keinen Service wirklich gibt. Also da kannst du nicht vor Ort irgendwo hingehen und sagen, da stimmt was nicht, sondern da ist wirklich so dieses, ja, das ist alles übers Internet nur. Und ich für meinen Teil, ich finde, wenn du irgendwas hast, wo du eben einen Vertrag abschließt, dann brauchst du auch irgendwo einen Ansprecher drin. Also komm her. Leo, komm her. Oder lass es sein. Ja, und ich für meinen Teil, ich möchte einfach jemanden haben, der mich berät, den ich dann nennen kann, wenn ich irgendwelche Probleme habe. So nach dem Motto, Pünktchen, Pünktchen hat zu mir gesagt, dass. Ja, geschieht dir recht, Leo, dass es dich fast auf die Schnauze haut. Hauptsache irgendwelches Zeug rumgeschoben. Entschuldigt. Der ist zurzeit ein bisschen pubertär. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber ja, gut. Ich brauche auf jeden Fall Ansprecherpartner. Ich brauche jemanden, der mich berät. Und ich möchte auch jemanden haben, der mich während. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Jetzt aber nicht. Deswegen hakt man nicht in Staubecken. Entschuldigt. Ja, und ich möchte auch jemanden haben, der dann für mich mehr oder weniger die Formalitäten abschließt. Sowas wie, wenn ich zum Beispiel einen alten Vertrag habe, ihn kündigen. Sowas wie einen Umzug von der Telefonnummer und sowas. Weil das alles, da bin ich nicht dafür ausgebildet oder Experte drin. Und da brauche ich für mich jemanden, der mich da berät. Ja. Und so habe ich dann auf jeden Fall jetzt für mich überlegt, dass ich mir jetzt gerade erstmal einen größeren Vertrag abschließe mit mehr GB. Und für mich ist erstmal die Sache, ich mache das jetzt als Testlauf, weil ich wissen möchte, wie viel GB verbrauche ich, wie viel brauche ich wirklich. Und wo kann ich sagen, nee, brauche ich nicht. Ja. Damit ich dann, wenn ich den dritten und letzten Vertrag meines Lebens abschließe, vielleicht, damit ich dann endlich weiß, wie viel GB sind für mich richtig. Ich habe zu meiner Mutter schon gesagt, ich bin Elena, die Prinzessin auf dem Vertragserbsen. Weil jeder Anbieter hat irgendwas gehabt, wo ich dann gesagt habe, nee, die Erbse, das sticht mir zu viel. Nee, da ist zu wenig Service. Nee, das Netz ist zu schlecht. Also, ich bin da sehr schwierig in diesem Punkt. Ja. Gut. Hast du es jetzt? Also, meine Nase, der hüpft da. Entschuldigt, das ist gerade ein bisschen. Hey. Ja. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, nachdem ich mich jetzt durch dieses olle Wirrwarr durchgearbeitet habe und ich immer noch ganz wirr bin, wenn ihr müsst überlegen, was ihr braucht. Also wenn ihr zum Beispiel so sagt, wenn dann der Vertrag, wenn ich dann irgendwo dauernd Funklöcher habe und brauche keine Beratung, dann könnt ihr zum Beispiel auch zu solchen Sachen wie online gehen, wo ihr dann einfach nur den Vertrag habt und wo ihr alles über
Weiß Gott, was abbucht. dann zweite Tipp von mir ist, guckt, wer hinter den Namen von den Firmen steht. Weil zum Beispiel gibt es solche Sachen wie Comdirect, das ist dann, glaube ich, auch von der Telekom, oder sowas wie Wimsim hat, glaube ich, O2-Netz. Und es kann nicht schaden zu gucken, welche Firmen stehen da wirklich hinter diesen ganzen Sachen, damit ihr wisst, auf welchem Netz telefoniere ich. Dann überlegt, was ihr auf jeden Fall drin braucht. Braucht ihr Telefon bloß oder braucht ihr SMS oder wie viel GB braucht ihr? Und überlegt nicht nach dem Motto, es klingt schön, wenn ich sage, ich habe jetzt 100 GB, sondern überlegt wirklich, wie viel brauche ich, damit ich für mich sagen kann, es ist gut. Dann noch ein Tipp, falls ihr nicht wisst, wie viel GB ihr braucht, dann es gibt überall irgendwelche All-Prepaid-Karten mit sowas wie Datenvolumen drauf. Da kann man dann mal sich zum Beispiel für einen Monat oder zwei eine nehmen und sagen, mal gucken, wie viel man verbraucht wirklich. Und dann weiß man es vom Vertrag später besser. Weil ich muss sagen, als ich meinen ersten Vertrag abgeschlossen habe, war das so eine totale Adrenalin-Geschichte nach dem Motto, oh, und sie haben noch ein Schnäppchen, noch ein Angebot, noch ein Ding. Oh, und da gibt es noch einen Bonus und noch was und noch was. Und ich weiß bis heute nicht 100%, was in diesem ollen Vertrag drin ist. Und ich muss sagen, ja, da bin ich dieses Mal schon auf jeden Fall zufriedener damit, weil jetzt weiß ich, was drin ist. Und ja, dann überlegt, ob ihr eure alte Rufnummer mitnehmen wollt. Oder wenn ihr eben euren ersten Vertrag abschließt, kann es ja sein, dass ihr einen Prepaid-Vertrag habt und da auch eine Nummer. Das kann man inzwischen mitnehmen. Das konnte man vor einem Jahr oder zwei noch nicht, aber jetzt geht's. Also fragt nach, falls euch eure Nummer genauso gut gefällt wie meine, die ich schon seit zigtausend Jahren habe und die ich unglaublich liebe. Dann einen weiteren Tipp, wenn ihr eine Prepaid-Kartennummer mitnehmen möchtet, das ist was, was ich auch erst gelernt habe, ist, müsst ihr ein Guthaben. Weißt du was, ich schätze drauf, was du jetzt gerade mit deinem Kopf mischst. Das wissen wir doch noch gar nicht. Ja, aber das hat der Typ gesagt. Also sage ich, was ich jetzt weiß. Also, was ich weiß, nach meinem Stand, wo ich noch nicht weiß, ob es funktioniert, wo ich euch aber unter diesem Video auf jeden Fall schreiben werde, wenn ich es dann weiß. So, jetzt zufrieden? Gut, ist mir auch egal. Also weißt du. Dann ist, dass man auf jeden Fall bei seiner Prepaid-Karte ein Guthaben von 30 Euro drauf haben sollte. Weil, hallo! Weil das dann so die Bearbeitungsgebühren und alles sind. Und schön, dass du dich schon wieder in mein Video drängst. Und dass es einfach so ist, dass man das haben sollte. Ja. Wie ihr merkt, Leo ist inzwischen sehr zutraulich mir, wenn es um mich geht. Das ist auch was Schönes. Ja, Leo, ja, komm mal nochmal hoch. Und gut, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Ja, das ist auch nicht für eine englische Hasenart. Mit da so aus dem Konzept zu bringen, dass sie nicht mehr wissen, wo sie waren. Ja, gut. Was gibt es noch, was man beachten sollte? Ihr solltet noch wissen, ob ihr im Ausland seid oder nicht. Also, ob ihr wirklich dieses EU-Roaming braucht oder nicht. Und ja, dann fällt mir jetzt gerade noch die. Wenn ihr irgendwelche Anbieter habt, fragt Freunde, fragt auf jeden Fall Freunde und Bekannte und nicht ins Internet. Macht es nicht im Internet, weil glaubt mir, das macht Kirre. Ich habe es versucht und ich bin fast irre geworden, weil mir jede Seite was anderes gesagt hat. Die einen haben gesagt, das Netz ist furchtbar, die anderen haben gesagt, das Netz ist super. Also fragt Freunde, Bekannte, die sich in denselben Orten oder Gegebenheiten befinden wie ihr. Wer ein gutes Netz hat, wer ein schlechtes Netz. Weil dann könnt ihr wissen, habe ich dann am Ende einen Handy-Tarif, der für mich gut ist, oder habe ich einen Tarif, der bei mir überhaupt nichts geht. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch hierzu sagen kann. Ich hoffe, mein Video hilft dem einen oder anderen. Entschuldigt die Zauflerei mit meiner Mutter. entschuldigt, dass Leo mein Video übernehmen wollte.
So ist er halt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns am Freitag wieder. Dann erzähle ich euch mal was zum Thema Versicherung und vor allem Handyversicherung. Da habe ich mich nämlich auch informiert. Jetzt muss ich mich leider um meinen Hasen kümmern, der unsere halbe Bude abbaut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt oder welchen Handyvertreiber habt ihr und was denkt ihr dazu. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns Freitag. Bis dann. Ciao.